Antischocken. Dad, Dad, da kommen Stareks Männer. Und sie zertrampeln unsere Beete. Oh Gott, Joe, lass sie nicht unsere Beete zertrampeln. Hey, runter von den Beeten. Hey, Farmer, ich habe eine Nachricht für dich. Der alte Mann will dein Land kaufen. Es gehört mir und ich denke nicht daran zu verkaufen. Er bietet dir das Doppelte von dem, was du bezahlt hast. Ich nehme es nicht mal für die Hälfte an. Die Hälfte? Ich sagte das Doppelte! Mir doch egal, ich kaufe nichts, danke auch. Kaufen? Wer hat denn was von kaufen gesagt? Sie! Sie wollten etwas kaufen, oder? Ich nicht! Der alte Mann will ihn kaufen, dein Schweinestall! Der Schweinestall steht nicht zum Verkauf, nicht an ein Schwein. Weißt du was, Farmer? Der Alte sagte auch, dass wenn du nicht verkaufst, wir dir anders Vernunft eintrichtern sollen. Jungs, reißt die Zäune ein und brennt das Haus nieder. Kein Schritt weiter. Hi! Und sagt Starek, Fenimore, Fillmore sei in der Stadt. Ach, oh. Wie war Ihr Name nochmal? Fillmore. Fenimore Fillmore. Oh, Fenimore Fillmore. Wie ich dir bereits sagte, brauche ich jemanden, der mit anpackt. Diese Farm macht eine Menge Arbeit. Wir könnten uns die Gewinne teilen. Außerdem scheinst du ein zäher Bursche zu sein. Kräftig und voller Tatendrang. Also, bitte nicht falsch verstehen. Es ist nur so, ich mag keine Landwirtschaft. Und außerdem reagiere ich auf fast alle Gemüsearten allergisch. Zum Beispiel Artischocken. Nur eine Artischocke und ich könnte sofort ins Koma fallen. So, Freunde, und da sind wir angekommen im Spiel The Westerner. Ich bin Herr NRW bei 18 und ich begrüße euch natürlich ganz herzlich bei meinem nächsten Let's Play. Es ist ein Auftakt wieder einmal zu einer kleinen Reihe. Es gibt The Westerner und The Westerner 2, was ich natürlich auch spielen werde, aber noch nicht. Jetzt ist erstmal der erste Teil dran. Und das Intro haben wir ja auch schon genießen können. Dass der Sound da leicht asynchron ist, kann ich leider nichts hören. Es scheint wohl im Spiel selbst zu sein. Ich habe mir andere Let's Plays angeguckt hier bei YouTube und die Let's Player hatten dasselbe Problem mit dem Sound. Deswegen müssen wir das leider so hinnehmen, wie es ist, aber der Gag schon mal auf Matrix gemünzt, also ist nie schlecht. Ich habe viel Gutes, aber auch einiges Schlechtes über dieses Spiel gehört. Das Gute auf jeden Fall, dass es eine Mordsgaudi ist, wenn man jetzt mal im Bayerischen bleibt. Und
Die Story selbst und auch die Jokes, die hier vorkommen, sind wirklich sehr gut. Als Nachteil soll wohl sein, dass das Spiel oft und gerne abstürzt. Ich habe mir da jetzt schon Patches zu installiert und hoffe mal, dass es dann damit auch gut sein wird. Ich habe auch schon was gelesen mit Felder abernten, was wohl dann irgendwie nervt irgendwann. Ich weiß es nicht, ich spiele es blind und weiß daher noch nicht, was auf mich zukommt. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich habe es mal kurz angespielt, um mich jetzt hier mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut zu machen. Das hier sind wir. Fenimore Fillmore, ein Cowboy, der jetzt hier auf dieser Farm gestrandet ist oder beziehungsweise angekommen ist. Nach unserem Artischocken-Schock haben wir uns jetzt wieder erholt und können uns jetzt hier im Zimmer ein wenig umsehen. Da haben wir zum einen erstmal ein Seil, was wir ansehen und auch nehmen können. Anders wie in anderen Adventures oder Click-and-Point-Adventures für mehr, ist es hier so, dass wenn wir jetzt auf betrachte Seil gehen, er nichts dazu sagt. Sondern er geht da nur hin und guckt es sich an. So, und dann haben wir hier eine Nahaufnahme, die wir dann so wieder beenden können. So, und das können wir natürlich auch nehmen. Zip! Es erscheint dann oben im Inventar. Seil. So, hier links direkt daneben haben wir den Holster. Den können wir auch nehmen. Zack. Wo sind bloß meine Revolver? Ohne sie fühle ich mich nackt. Noch? Na, sowas. So. Auch ein wenig gewöhnungsbedürftig ist, dass wir halt hier auch das Bild steuern. So. Wir haben hier in der Schublade, die wir öffnen können. Weil, wie gesagt, ich habe es mir halt ein wenig angeguckt, um mich mit der Steuerung vertraut zu machen. Aber, nanu, das sind ja Spielzeugrevolver. Verdammt, der Junge muss meine mitgenommen haben. Ups. Ich muss sie mir auf jeden Fall zurückholen. Na, jetzt klappt's. Mir trotz nicht geklappt. So, die Truhe hier können wir leider nicht öffnen. Das lasse ich lieber. Ja, ansonsten... Besser nicht. Können wir leider jetzt hier nicht viel machen, aber hier die Tafel können wir uns noch anschauen. Kann ich nicht. Aber, wenn wir uns die mal anschauen, 4 plus 2 gleich 8, Kelvin, Mathe 1 plus mit Sternchen. Was stimmt an dieser Rechnung nicht? So, hier oben sind wir soweit fertig und können somit, hinuntergehen. Guten Tag. Fühlen Sie sich besser? Danke, Ma'am, danke. Möchten Sie Frühstück? Nein, danke, Ma'am. Wenn ich nur an die Artischocken denke, wird mir schon schlecht. Boah, wo ist Joe? Er ist zu Alvin gegangen. Alvin Jones, ein anderer Farmer. Ich denke, sie entwerfen einen Plan, um Starek die Stirn zu bieten. Gut, dann werde ich ihn mal suchen gehen. Ja, das wird das Beste sein. Und ich hoffe mal, man hört die wunderschöne Melodie im Hintergrund. Wenn nicht, ich mache sie mal schnell lauter. Denn das finde ich auch so ein schönes, richtig schönes Gimmick hier an diesem Spiel. So ein richtig schöner alter Western-Flair hier aufkommt in dem Spiel. Ich habe die in Soundanstellung ein wenig runtergeschraubt, weil am Anfang war meine Stimme ein wenig leise. Okay, sie bleibt so schön. Okay. So, dann schauen wir uns hier mal um und hier unten hatte ich dann halt auch aufgehört. Können wir sie nehmen? Ja, Weasley. Jetzt störe mich nicht. Ich bin gerade am Let's Playen. Ja. So, was haben wir hier sonst noch? Da haben wir nichts mehr. Was? Achso, das waren die Äpfel wahrscheinlich, oder? Na, da hat die doch bestimmt... Okay. Der scheint wohl leer zu sein. Ja. So, wir sind ja ordentlich. Ja, also die Melodie hier, die Musik im Hintergrund, die finde ich hervorragend. So richtig schön. Ich passe. Damit könnten Sie recht haben. Gemütlich. So, was haben wir hier? Was? Ah, was haben wir da? Ein Dollar. Ah! Ha, ist es denn? Schnell wieder zumachen. nichts passiert. Betrachte Schürhakenhalter. Das lasse ich lieber. Was sagen Sie? Besser nicht. Damit könnten Sie recht haben. Ja, muss die jetzt alles kommentieren? Ein Benutzkamin. Okay.
Blasebalg. Zack, nimm Blasebalg. Okay. Da, oh. Na? Okay. Sprich mit Stella. Entschuldigen Sie, Mrs. Bannister. Stella, sagen Sie Stella, bitte. Stella, okay. Okay. Auch ein sehr interessantes... oder sehr interessante Art, einen Dialog zu halten. Wo liegt die Farm von diesem Elvin Jones? Sie können sie nicht verfehlen. Es ist keine andere mehr übrig in dieser Gegend, außer unserer natürlich. Warum gibt es nur zwei Farmen in diesem Tal? Es gab andere, aber Starrick hat es geschafft, alle zu vertreiben. Haben Sie denn gar keine Angst vor Starrick? Ein bisschen, aber Joe hilft mir, stark zu sein. Joe ist ein sehr mutiger Mann. Mein Mann ist bereit, für seine Rechte zu kämpfen und für Gerechtigkeit. Mhm. Sind Sie schon lange verheiratet, Sie und Joe? Am 4. Juli sind es 10 Jahre. Oh Gott, mein Beileid. Sie haben am Unabhängigkeitstag geheiratet? Ich möchte nicht unhöflich sein, aber hatten Sie nicht etwas vor? Wie meinen Sie das? Ich weiß es nicht. Etwas lösen oder erledigen. Sie haben wohl recht. Ich gehe jetzt besser. Na also, später können wir weiterreden. Hat die... Also schmeißt die mich einfach raus hier. Okay. So, das ist die Tür. Den Hut, den können wir zwar aufsetzen, aber wenn wir jetzt rausgehen wollen... Ach nee! Richtig, genau. Wären wir jetzt nicht rausgegangen und wären weiter im Zimmer rumhergegangen, hätte gesagt, würden Sie bitte Ihren Hut abziehen? Ja, hier haben wir auch wieder die Geistertüren. Wie in Baphomets Fluch. Oder war es Monkey Island? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Baumstumpf, was haben wir denn da? Weasley, du nervst. Ja! Unmöglich. Okay. Eine Wasserpumpe. Was haben wir da? Was, mehr nicht? Nur eine olle Wasserpumpe. Okay. Und hier hinten habe ich irgendwas von Beet gelesen. Oh, ja, Möhren. Ja, richtig, genau. Moorrübe. Da haben wir's. Das sind doch so komische Balken. Die zeigen wohl an, wie reif sie sind. Die ist noch nicht reif. Besser nicht. Okay. I. Nein, er nimmt ihn. Er nimmt sie. Okay. Kann ich nicht. Okay, was ist, wenn wir die Socke damit benutzen? So etwas mache ich nicht. Ah, okay. Ein echter Mann aus Schrot und Korn, der wäscht doch nicht. So, ja. So viel zum Thema Moorrüben. Also wir sollen hier wohl Moorrüben pflücken. Moment mal, wir hatten noch einen. Moment, und ich hatte auch was vergessen. Denn... Fällt mir mal gerade so ein. Würden Sie bitte Ihren Hut aufhängen? Ja, Ma'am. Ja, und das sieht sie, obwohl sie gar nicht in unsere Richtung guckt. Naja. Hier oben haben wir nämlich doch noch was vergessen. Und zwar... Moment, wo war das jetzt? Komm mal hier rein. Ah, doch, pipscht. Hier gab's noch ein zweites Seil. Nein. Ich erinnere mich... Ja, das hier gibt's doch nur noch. Unmöglich. Wieso unmöglich? Du sollst es doch nur nehmen. Ich weiß, dass wo ich es ausprobiert habe, dass ich zwei Seile hatte. Alter, verpipsch nochmal. Den. Das ist ja das andere Seil.
Nee, der... Ach, dann nimmt er automatisch, okay. Ach nee, warte. Ich hab Humbug erzählt. Das zweite Saal haben wir da hinten bekommen, im Stall, genau. Und da bin ich nämlich hingegangen. Was haben wir hier? Da ist eine weitere Tür. Ach, da ist... Ja, genau, da ist der Eimer von dem... Ja, richtig. So, mit dem Eimer... Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Scheune. Was? Ich sehe nichts. Hallo? 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 Hä? Ach, das ist eine Toilette. Okay. Es ist das Klo. Ach, du liebe Zeit. Das hätte man ja auch mal ranschreiben können. Halt, was betrachtet Tür? Das war's. Oh, den wird er doch noch einfach einsacken. Natürlich. Okay, da können wir nicht weiter. Und ich habe mir sagen lassen, oder was heißt sagen lassen? Ich habe gelesen, dass das erste wirklich richtige voll 3D-Adventure-Spiel sein soll. Ob das so stimmt? Keine Ahnung. Und hier haben wir jetzt auch das zweite Seil, von dem ich erzählt habe. Schon. Sattel. Oh, wie geil. Okay. Hier kann man... Der bewegt auch, je nachdem, wo ich die Maus hinhalte, bewegt da den Kopf. Das ist eine Säge, die wir auch einsacken. Okay. Nein. Ja. Nein. Okay. So, Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir hier den ersten Teil. Und ja, dann sehen wir uns gleich im zweiten wieder. Beim Let's Play The Westerner. Also, bis dahin, NRW bei 18, adieu.